Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, seien Sie herzlich willkommen. Wir haben in der Tat sehr ausführlich mit der Bundeskanzlerin und allen der Bundesregierung und allen Kolleginnen und Kollegen der Ministerpräsidenten der Länder heute Nachmittag eine Reihe von Punkten beraten. Das Ganze war von großer Einigkeit gezeichnet und ich will Gelegenheit nehmen, sozusagen für Hessen das zu bewerten. Zunächst hat der Bundesgesundheitsminister Spahn einen Überblick gegeben über die Entwicklung der Infektionen, der Erkrankungen in der Bundesrepublik insgesamt. Und die unterscheidet sich nicht ganz wesentlich von dem, was wir in Hessen erleben. Wir haben im Bund sehr unterschiedliche Verhältnisse, in Bayern und Baden-Württemberg, auch in Nordrhein-Westfalen sehr viel stärker als zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern. Bei uns in Hessen ist die Situation so, dass wir derzeit 3.587 Personen haben, die entsprechend infiziert sind. Und wir haben leider auch 27 Personen, die an dieser Erkrankung verstorben sind. Die Entwicklung in den letzten Tagen ist eher moderat, aber sie lässt noch keine generelle Einschätzung zu. Entscheidend ist, dass die Infektionsgeschwindigkeit, also die Ausbreitung, immer noch viel zu rasch voranschreitet. Und aus diesem Grunde müssen wir weiter versuchen, diese Geschwindigkeit zu verlangsamen und dazu die Ausbreitung einzudämmen. Diese berühmte Eindämmungsstrategie ist der Grund, warum wir die Entscheidungen, die wir getroffen haben, auch weiter aufrechterhalten. Eine ganze Reihe von Entscheidungen, die letztlich den Sinn haben, die Zahl der Kontakte zu minimieren. Deshalb die Vorschriften, dass möglichst nur zwei Menschen draußen sind. Dass man außerhalb der Familie möglichst jeden Kontakt meidet, soweit das irgendwie möglich ist. Und dass man insbesondere die Hygienevorschriften peinlichst beachtet. Es scheint so zu sein, dass das wirkt. Aber ich wiederhole nochmal, wir haben noch keine wirklich valide Entwicklung, die es rechtfertigt, zu sagen, wir haben einen Punkt erreicht, wo es nicht mehr weiter steigt. Ich glaube, das kann mit verantwortlicher Sicht heute niemand sagen. Und weil das so ist und die Infektionsgeschwindigkeit immer noch zu hoch ist, waren wir uns alle einig, dass auch und gerade jetzt, wenn bei uns in Hessen die Ferien beginnen, wenn das Osterfest vor uns steht, wir leider an diesen Maßnahmen festhalten müssen. Ostern ist klassischerweise Urlaubszeit. Ostern ist die Zeit, wo die Familien sich besuchen, wo man Freunde besucht, Tagesreisen unternimmt. Ich bitte herzlich um Verständnis, dass dies alles in diesem Osterfest und in diesen Ferien unterbleiben sollte. Je mehr wir das beherzigen, umso größer sind unsere Chancen, dass wir mit der Ausbreitung dieser Viruserkrankungen zurechtkommen, dass wir die Herausforderung beherrschen können und dass wir insbesondere auch unser Gesundheitssystem nicht überlasten. Das ist einstimmige Auffassung aller Kolleginnen und Kollegen und ich glaube, dass wir in Hessen mit unseren Beschlüssen, die wir schon von einiger Zeit getroffen haben, dort das Notwendige getan haben. Wir haben uns dann darauf verständigt, dass wir nach den Osterferien erneut zusammenkommen werden, genau in diesem Kreis der Ministerpräsidenten und der Ministerpräsidentin und der Kanzlerin, um zu bewerten, wie dann die Lage ist. Wir hoffen, dass wir insbesondere um Ostern herum, insbesondere durch das Robert-Koch-Institut, eine Lageeinschätzung bekommen, ob es gelungen ist, die Ausbreitungsgeschwindigkeit angemessen zurückzuführen, ob es angemessen ist, dann in Maßnahmen hineinzugehen, die ja das, was wir alle wollen, irgendwann zum richtigen Leben zurückzukehren, verantwortet werden kann. Zur Stunde kann das nach unserer gemeinsamen Überzeugung nicht verantwortet werden und wir haben uns auch gemeinsam versprochen, dass wir jetzt keine Diskussionen über die Frage führen, ob denn das eine oder das andere Land schon mal etwas probiert, sondern wir möchten, dass wir das gemeinsam tun und die Grundlage dazu ist die Empfehlung der Mediziner. Am Ende muss die Politik entscheiden, aber eine Entscheidung der Politik ohne die Grundlage der Wissenschaft, ohne die Grundlage der Medizin, hielte ich für unverantwortlich. Deshalb, auch gerade wenn das Wetter schön ist, beherzigen Sie die guten Ratschläge. Sie sind wirklich notwendig. Zum Dritten haben wir uns mit der Frage befasst, wie ist das denn mit einer Pflicht zum Maskentragen für die Bevölkerung?
Wir sind alle der Auffassung, dass eine solche Pflicht nicht angezeigt ist. Ganz einfach deshalb, weil es natürlich gut ist, wenn jeder sich schützt und dann mag er auch eine Maske tragen. Aber eine Maske, die wirklich umfassend schützt, die müssen wir zunächst einmal zur Verfügung stellen, insbesondere den Kliniken, den Krankenhäusern und dem Gesundheitssystem. Und deshalb waren wir alle der Überzeugung, dass wir eine solche Pflicht nicht anordnen sollten. Ein sehr weites Thema und ein sehr ernstes Thema ist auch die Lage in unseren Alten- und Pflegeheimen. Wir haben dort zu beklagen, dass wir in den jüngsten Tagen eine sehr, sehr starke Infektionsgeschwindigkeit gerade in diesem Bereich sehen. Die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger sind in besonderer Weise gefährdet, weil ihre Abwehrkräfte natürlich nicht mehr so stark sind wie bei jüngeren Menschen. Wir haben deshalb darüber beraten, wie es gelingen kann, hier insbesondere die älteren Mitbürger und Mitbürger besser zu schützen. Wir haben deshalb in Hessen gerade, und Kollege Klose hat das Ihnen ja bereits schon erläutert, beschlossen, dass wir ein absolutes Besuchsverbot in diesen Einrichtungen verhängt haben. Das ist schwer, das ist auch etwas, was ans Herz geht, denn man möchte ja gerne diesen Kontakt gerade mit den älteren Menschen aufrechterhalten. Aber wir dürfen sie nicht gefährden. Und deshalb, bis auf einige wenige Ausnahmen, haben wir dieses Verbot ausgesprochen. Es wird zu überlegen sein, wie es gelingen kann, möglichst individuell, weil die Fallgestaltungen so unterschiedlich sind, Konzepte zu entwickeln, wie wir die älteren Menschen in diesen Heimen noch besser schützen können. Und wir müssen auch einen Weg finden, wie insbesondere diejenigen, die aus den Krankenhäusern kommen, die also dort ihre Behandlung abgeschlossen haben, wie diese älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger gut geschützt werden können. Wir denken daran, dass wir ganz besonders dann Reha-Einrichtungen in den Blick nehmen, damit sie nicht dort wieder hin zurückkehren müssen in ein Altenheim, in dem gegebenenfalls bereits eine hohe Ansteckungsgefahr besteht. Das, meine Damen und Herren, waren die Schwerpunkte unserer Beratungen. Ich kann nur sagen, ich bin sehr froh darüber, dass wir das alles einheitlich beschlossen haben. Ich glaube, dass die Bürgerinnen und Bürger gerade dann einen Anspruch darauf haben, dass die Politik einheitlich handelt, wenn es so außergewöhnliche Herausforderungen gibt. Es macht keinen Sinn, in einen falschen Wettbewerb der Länder dort einzutreten. Und dieses gemeinsame Verständnis ermutigt mich und ich glaube, das ist der richtige Kurs. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident.